Ja, willkommen zurück hier bei Eco und ich habe so viele Tomaten gegessen, ich habe schon wieder Frosch im Hals. Was ist denn los jedes Mal bei den Aufnahmen? Immer wenn ich anfange, irgendwie habe ich Frosch im Hals. Das geht ja gar nicht, Freunde. Das geht ja nicht hier auf unserem schönen Planeten. Da heißt nämlich, ich habe dem Planeten, konnte man ja einen Namen geben, ich habe ihn Sachsen genannt. Ja, darauf erst mein Kaffee. So, Freunde, und wir sehen hier schon als erstes, ich habe schon ein bisschen was gemacht gerade, wie ihr gerade rechts seht, hier. Ich erkläre es euch gleich, aber erst ist es, je besser und ausgeglichener deine Ernährung ist, desto schneller bekommst du Fertigkeitspunkte. Ja, nur Big Macs und Mac Chickens und Whoppers, jawohl. So, jedes Stück steht für einen Nährstoff. Vitamine, Kohlenhydrate, Proteine und Fett. Das optimale Verhältnis ist 25% von jedem Nährstoff. Okay. Das Tortenlinum schrumpft, wenn deine Kalorien sinken. Wenn du keine Kalorien mehr hast, kannst du nicht arbeiten. Bis du etwas isst. Ah, okay. Yay, ist fettige Nahrung. Okay. Haben wir denn schon fettige Nahrung hier drin? Ich habe doch Bohnen gemacht. Da. Moment, ich muss erstmal kurz hier ordnen. Und zwar die Bohnen kommen wieder dahin. Und Ruhe. Ich habe hier ein paar Bäumchen geschlachtet. Wie ihr seht. Also wir können wieder Bäumchen anpflanzen. Das finde ich echt super. Diese komischen Dinger hier, die brauchen wir später auch noch, um Steinmauern herzustellen. Zack. Oh, das sind schon wieder andere, oder wie? Das ist sehr... unterschiedliche 8000 Seeds. So, dann haben wir hier Reis. Happy Reis. Was haben wir hier? Kürbissamen. Oh ja. Mais, Pilze. Ich tue jetzt erstmal hier ein bisschen hier aussortieren. Ja, ist ja gut jetzt halt hier. So, du dahin. Weil ein schönes Beet. Ich habe da schon ein Bild im Kopf, wie ich das Beet machen will. Also so ist es jetzt nicht. Hier ist Fressi Fressi. Oh ja, ist fit. Ist ja Hammer. Oh, schön. Aufgabe abgeschlossen. Sehr schön. Was bekommen wir denn jetzt als nächstes? Nichts. Okay. Jetzt habe ich wieder mein Diagramm hier unten. Das habe ich die ganze Zeit vermisst. Ah. Schön. Jetzt können wir jetzt erstmal ein bisschen fertig essen. Ja, wie ihr seht, ich habe ein paar Baumstämme hier. Es sind nur ein paar. Und hier hinten habe ich ein bisschen abgeholzt. Weil ich habe mir jetzt halt offscreen ein bisschen Gedanken gemacht, und zwar das hier hinten weicht bis ungefähr hierher. Das wird so, habe ich mir überlegt, so unser kleines Fischerhäuschen. Dann werden wir uns hier hochschlagen mit Rampen. Man kann ja Rampen bauen. Werden wir uns hier hochschlagen und hier oben unser Domizil aufbauen, würde ich sagen, oder? Unser Eigenheim, hier unten ein bisschen Fischerei hier. Erstmal hier unser Grundhaus, so. Mal ein bisschen was machen, dann ist hier aber die Fischerei so gesehen. Hier tun wir auch noch ein bisschen aufstocken, damit es ein bisschen schöner aussieht. Also das wird ja auch noch alles Erde. Das wird eine Heidenarbeit, aber keine Panik auf der Titanic. Dies werde ich offscreen machen. Und ja, würde ich sagen, wird hier alles weggeholzt. Alles! Alles! Ja, was machen wir denn jetzt derweil? Na, tun wir mal hier ein bisschen hacken. Mal das hier ein bisschen weghacken. Das stört mich. So, weg damit. Weg damit. So. Würde ich sagen, wir hacken gleich nochmal den nächsten Baum hier um. So, wir gehen einfach mal hier auf die Nahrung. Was haben wir denn? Fett bräuchte man ein bisschen mehr. Wir haben Carbs haben wir ganz viel und Fett haben wir am wenigsten. Okay. Dann hauen wir uns mal das hier rein. Oh, geil. Schön fettig essen. Weg. 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 Weg.
Braucht kein Mensch hier. Weg. Weg. Meine Steinachse ist zerbrochen. Oh mein Gott. Wir werden es gleich reparieren. Vorher erstmal ein bisschen Holz sammeln hier. Hier reingeschmeißen, genau. So, mal her hier. Schön stapeln hier. So. Wir haben ja noch ein bisschen Nahrung hier bei uns hier rumliegen. Das finde ich sehr gut. Aber, Bauchhäuschenbretter. Fackel. Dirt Ramp Basic. Die kann man dann auch noch gut gebrauchen. Fackel brauchen wir jetzt auch nicht. Forschungstisch, ja, den könnten wir. Müssen wir dann auch noch mal holen. Geschnitzter Kürbis. Ach, schön. Holz, Holztür, kleines Lager, 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 Lagerfeuer. Mortarstone. Habe ich noch nicht. Steinmetztisch. Ne? Ich brauche einen Reparaturtisch. Toolbench. Bodenpflügrezepte. Grundstücksfasten, den brauchen wir auch noch. Was will der denn? Rocktag. Okay. Rocktag, was ist denn noch ein Rocktag? Wahrscheinlich Steine, oder? Ich habe 12 Stück. Winziges Lagerzimmer, mein Tisch, Freunde. Ich brauche die Reparatur. Hallo, Reparatur. Tisch, wie auch immer. Fackel, wenn ihr die Reparatur sieht. Anschlagbrett brauche ich nicht. Dirtram, Fackel, Fackelhalter. Mhm. Forschungstisch, mhm. Geschäft, Holz. Dann repariere ich die jetzt. Dort. Okay. Mortarstone, Leimenschild, Toolbench. Wahrscheinlich die Toolbench, oder? Werkbank haben wir ja schon. Toolbench, 12 Steine. Haben wir denn 12? Ja, wir haben 12. Ich brauche noch ein paar Steinchen. 4. Dann holen wir uns doch noch mal ein paar Steinchen. Wie gesagt, das hier hinten kommt alles weg. Wird sozusagen mein Häuseli gebaut. So leise, alles weg hier. Alles weg hier. Danke. Hallo? Das ist jetzt ein bisschen blöd gemacht, aber nein. So. Dann gehen wir einfach mal hier rein. Und schauen wir mal, wir können jetzt halt hier dieses komische Ding machen, oder? Hier. Holztür, Holzgeschäft, Forschungstisch, Fackel, Dörtrein, Bretter, Baufassen. Nein, Freunde. Was braucht denn der Forschungstisch? Vierzig Stein! Alter. Gut, dann habe ich was zu tun. Steinmetztisch, das ist auch ganz wichtig. Toolbench, da machst du. Bestellen. So, würde ich sagen, wir holen uns mal hier Tragen, würde ich sagen, wir holen mal den. Haben wir eine Dreierhöhe, oder? Hallo? Na, so. Schöne Dreierhöhe, würde ich sagen. Nein. 1, 2, 3. Genau. Dann kommt hier das Dach. So. Hallo?
Okay. Nein! Es gibt auch noch unterschiedliches Holz. Nein! Mein Gott. Es gibt auch noch unterschiedliches Holz. Ach du Scheiße. Oh nee, oder? Das ist jetzt das Gleiche. Oh no! Wartet mal. Kann man das jetzt auch abbrechen? Ja, fang du mal an, bitte. Holz. Schauen wir mal. Stell mal kurz 10 davon her. Ja, genau. So. Das kommt weg. Dann gehen wir hier auf Einstellungen. Ich würde gerne hier Holz bestellen. So. Weg. So. Nein, es gibt auch noch unterschiedliches Holz. Oh nein. Oh, da hätte ich jetzt drauf achten müssen. Hardwood Lack. Hardwood Lack. Mein Gott! Jetzt geht's ja richtig los hier. Softwood Lack. Holz. Softwood Lack. Holz. Softwood Lack. Oh Gott! Lagerplatz. Wo hat er denn jetzt meinen Reparaturtisch hingestellt da? Aha. Reparieren. Da ist reparieren. Ah, okay. 5 Stein. Okay. Na, okay. Bodenprüfer. Was ist denn ein Bodenprüfer? In welcher Messgerät zum Erkennen der Einflussfaktoren auf Pflanzen in der Umgebung? Aha. Okay. Schön. Cellarlock. Es freut mich, dass der Auftrag fertig ist, aber das Haus sieht dann ja scheiße aus, wenn ich unterschiedliches Holz habe. Boah, Freunde, das ist ja uncool. Das wollte ich jetzt nicht. Wollte ich jetzt nicht, das wisst ihr, oder? Das ist ja jetzt. Das ist ja jetzt ja blöd. Hardwood Lack. Was mache ich denn ja jetzt? Das sieht ja dann kacke aus, oder? Das Spiel jetzt schon. Du bist ja wie Minecraft. Unterschiedliches Holz, unterschiedliche Farben. Das gab's früher nicht. Oh Gott, ey. Ja, da müssen wir es halt erstmal so machen. Bleibt ja nichts anderes übrig, ey. Muss das dann nochmal austauschen. Das ist ja jetzt. Das gab's früher eindeutig nicht. Da beschwere ich mich jetzt an dir. Das
Sieht zwar echt schön aus, dass du dann verschiedene Böden machen kannst zum Beispiel, aber es ist halt dann wieder jetzt halt nervig, weil es ist, So, haben wir das schon mal? Ja, sieht echt scheiße aus im Moment. Was machen wir da jetzt? Ich kann jetzt nicht schon wieder hier oben so einen Baum fällen, hier so einen großen. Ah, muss ich wohl machen, ha? Wenn es einigermaßen ordentlich aussieht. Jetzt endlich hier. Ja, um eventuelle Samen aus dem Baum auszukriegen, muss man hier leider in die Blätter schlagen, was er irgendwie nicht akzeptiert. Hallo? Naja, egal. Achso, die Axt ist immer. Ne, die Axt ist ja kaputt. Ich brauche erstmal ein bisschen Stein. Die Axt ist ja kaputt. Da war ja was. Arbeitet er auch nicht. Wenn die Axt kaputt ist, arbeitet er auch nicht. Saftzack. Nimmst du das jetzt mal bitte auf? So, einmal sit. Ich muss jetzt irgendwie da unten rankommen. Aber das ist so. Try to dig, but the roots are too strong. Try it? Bin ich jetzt auch noch zu müde oder was? Ach, das geht. Na toll. Ah, oder die Erde ist einfach zu hart. Ah, ich verstehe. Das kann natürlich auch sein. Dass die Erde zu hart ist zum Buddeln. Ne? Und das Werkzeug, das Holzding ist halt kacke. Super. Auch noch auf sowas achten. Oh, wer macht denn sowas? Ja, habe ich doch. Achso. Jetzt muss man auch darauf achten, welches Holz man schlachtet. Super. Haben wir da was aufgenommen? Nein. Ah, ich weiß nicht mal, welchen Baum ich da hergenommen habe damals. Haben wir denn jetzt was hier? Palmsamen. Ja, das ist natürlich. Naja, dann tun wir den mal fällen hier, dem Freund. Oak. Ah, wird schon das Holz sein. Da muss man jetzt echt auch noch beim Holz aufpassen. Habe ich Tomaten kaputt gemacht? Na, sowas aber auch. Oh. Hat gar nicht Timber geschrien. Oh. So. Jetzt noch ein paar Tomaten rein.
Was ist jetzt blöd mit dem Haus? Das nervt mich jetzt ein bisschen. So, den ganzen Schnodderrad das hier mal wegräumen. So. Das, damit das Gras nachwachsen kann hier. Das muss wieder grün werden. Hier müssen dann wieder Bäumchen hin. Keine Panik, die pflanzen wir dann auch. Das machen wir dann schon noch. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Bäume. Das ist ja ganz klar hier. Ah, da waren es doch die richtigen. Ja, hier, die hier. Die muss ich abhacken. Einmal, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ah, da kommt aber viel Holz raus, Freunde. Das sage ich euch jetzt schon. Ich will das Ding da. So, ist da noch irgendwas gelb? Nein? Okay. Der nächste Freund. Zack, 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 zack. Ah, schön. Oh, diese Holzarbeit hier. Ah, oh, der Mensch greift in die Natur wieder an. Der Urwald, das Papier, die Autos. 20 Stück kann ich tragen. Was mache ich jetzt eigentlich mit dem Rotz hier drüben? Kann ich den verbrennen? Maximal 20 mehr. So, rein da ins Lagerplätzchen. Ich brauche unbedingt eine Schubkarre, da passt mehr rein. Wahnsinn. Damit es doch einigermaßen, ja, ein bisschen nach was aussieht. Hier war noch einer. Man kriegt genug Holz raus aus den Bäumen. So ist es nicht. Aber die müssen halt auch erstmal nachwachsen, wa? So. Das dauert auch noch seine Zeit. Ich glaube 12 Realtime-Stunden. Oder was in-game? Ich weiß es nicht. Also man kann auf jeden Fall, wenn man Einzelspieler spielt, kann man sich in ein Bett legen. Dann vergeht ein bisschen die Zeit und dann wachsen auch die Bäume und so. Das werden wir natürlich auch in Anspruch nehmen. Das ist ja ganz klar, weil das uns dauert, das ist ja Ewigkeiten. Aber Bäume brauchen wir auf jeden Fall, damit es hier in der Umgebung auch, ich sag mal, kühl bleibt. So, das mache ich nachher weg. So schön hier. Happy Happy reinwerfen. So, dann trage ich euch mal kurz weg. Nein, ich will nicht in die Zwischenablage kopieren. Power, schmeißen wir euch mal hier rein. Herstellung. Was können wir denn noch so herstellen? Campfire Cook. Beans, ja. Mal die Beans machen. Gegrillte Rübe. Was bringt denn eigentlich eine Rübe? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Carbsfett 2,9. Was bringt die dann? Carbsfett Vitamine 6,0. Oh, gegrillt schmeckt es natürlich besser. Machen wir das doch mal. Gegrillt schmeckt sie besser. Bestellen.
Ach so. Ja. Gegrillte Tomaten bringen auch noch was. Machen wir das auch noch mal. Ja, komm, mach weg jetzt hier. Mach weg jetzt hier. So, da sind wir das Holz wenigstens da auch schon mal los. Haha. Du noch. Hallo? Hallo? Weg. So, es ist ein bisschen, ja, komplizierter geworden. Power. Bitteschön. Freundchen, brutzle mal vor dich hin. So, und du stellst mir mal bitte Holz her. Holz. Reichen 40? Ja, das sind die richtigen jetzt. So, das sind die richtigen jetzt. Ach ja, sei Dank. Dann gehen wir mal in die Truhe kurz. Haben wir noch Platz hier für den Schnodderwadatz? Ja, Hammer. Sehr gut. Was ist das? Palmherz. Dann geht er mal dahin. So, dann haben wir hier Palmdinger. Eicheln. Oh, da können wir Bäume pflanzen ohne Ende, Freunde. Ohne Ende. Ja, aber eine Schubkarre. Was brauchen wir denn hier? Jetzt schauen wir mal. Eine Holzhacke. Um Boden zu pflügen. Ne? Das ist super. Bestellen. Ja, komm, geh weg jetzt hier. Auftrag. Geh weg. Geh weg. Ja, ist er jetzt gut. Holzhacke, Hammer. Pfeil, Steinaxt, aber auch. Stone Machete. Die Machete. Clear Plans. Könnte man hier auch machen, brauchen wir noch 5 Steine. Okay. Eine Hacke ist halt sehr gut für Dingsbums, sag. Hackerblatt. Für die Bäume wieder zum Pflanzen zu bringen. Hihi. Kann man das doch mal schnell machen? Haben wir Bäume mit? Nein. Dann pflanzen wir schnell mal wieder ein paar Bäumchen. Eichel bitte. Muss die Eichel da. 8 Bäumchen pflanzen wir jetzt mal. Und zwar hätte ich gern hier einen Baum. Dann hätte ich gerne hier einen Baum. Achso, die Pflanze existiert bereits dort. Ah, da. Oh. Jetzt ist doppelt gemoppelt. Na, das wollten wir jetzt nicht. Muss einer weichen. Ciao. So. Dann hätte ich gern hier oben mal wieder einen. Genau. Wir müssen ja auch auf die Natur achten, Freunde. So ist es ja nicht. Achso, existiert bereits dort. Ah, okay, es dauert ein bisschen länger. So, da hätte ich gern da, ja. Hier haben wir einen. Hier mittig könnte man nochmal einen machen. Hau die Boden. Plant, Hammer. Hallo? Ja. So, und dann muss jetzt mal noch einen hin. Da mal einen, da mal einen. Hier könnte man nochmal einen hinsetzen, also den wegmachen. Bam, bam. Machen wir das mal schnell weg, ja. Ich glaube, mein Kaffee ist jetzt kalt. Geht sogar noch. So, machen wir das mal schnell weg. Und für die letzte Aufgabe heute setzen wir hier noch ein Bäumchen. Oder? Schön. Doch langsam hier. Ja, und das wird auch langsam. Freunde der Nacht, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es war wieder mal wunderschön mit euch hier in Eco in Sachsen. Und wie gesagt, der Plan steht.
Hier vorne tun wir noch ein bisschen auffrischen mit Erde. Da nehme ich einfach da aus dem Häuschen raus, aus dem Häuseli. Also rund ums Haus wird Erdeli. Hier vorne ein bisschen Strand. Und damit wir ein bisschen Strandfeeling haben, wisst ihr. Und dahinter da oben irgendwo wird dann unser fettes Häuschen hingesetzt. Mit anderen kleinen Häuschen, Schmieden und so weiter. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Es ist ja Freitag. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen am Wochenende. Und bis dahin, euer Vögische von FACT TV.